habe Formeln, mathematical Formeln herausgefunden, um den Arbeitsspeicher noch besser bearbeiten zu können. Mit kleinen Quirks, Tipps und Tricks, die ich schon im Livestream verraten habe, die heute in diesem Video aufgearbeitet werden, um AMD-Prozessoren perfekt auszubalancen, sie anzupassen und natürlich für eure Vorlieben zu optimieren. Schauen wir doch mal rein, was es wirklich bringt und was euch da draußen für Vorteile bringen kann, anhand von echten Beispielen, Werten und Ergebnissen. Viel Spaß! Fangen wir an mit dem System, das ich im Moment besitze, das ich nutze, das ich hier eingebaut habe. Das, was ihr hier seht, ist mein Computer. Mein Computer ist eigentlich ziemlich stark. Der ist ziemlich strong. Ich habe verbaut einen AMD Threadripper. Das ist schon ganz schön viel Leistung. Und wie ihr sehen möget oder auch nicht, hat das Ding im Moment 4,7 GHz. All-Core. Das ist schon ziemlich viel. Wenn man sich diese Kiste so durchdenkt, dann ist das schon relativ sau viel Leistung, denn das Ding besitzt sehr viele Kerne. Die brauchen natürlich relativ viel Leistung und sind relativ schwer zu übertakten. Und in diesem Zug ist der erste Punkt, um RAM schnell zu kriegen, sollte euer Prozessor auch schnell genug sein. Und ich habe schon oft erklärt, was es denn auf sich hat mit diesen Geheimnissen, mit dem MCLK, FCLK, UCLK. Das eine ist das Infinity Fabric, das man auch takten sollte. Und das sollte natürlich immer die gleiche Geschwindigkeit haben. Habe ich natürlich im RAM-Video schon erklärt. Aber was hier wichtig ist, ist, AMD lässt sich nicht so leicht übertakten wie zum Beispiel Intel. Aber es gibt Tricks. Meine CPU unterstützt zum Beispiel RAM-Overclocking, mein Mainboard nicht. Genauso meine CPU unterstützt CPU-Overclocking, mein Mainboard nicht. Trotzdem ist es möglich. Es ist auf so gut wie jedem Mainboard und so gut wie jeder Konfiguration möglich. Da gibt es nämlich ein Feature-Set. Früher hat man einfach bei Intel Speedstep ausgeschalten. Hier nennt man das den P0-Wert mit Pit und Wit. Das Ganze habe ich mal erklärt. Mit Pit und Wit-Werten, das Ding fixiert auf 4,7 GHz All-Core. Das braucht natürlich krasse Kühlung, aber es funktioniert trotzdem. Und auch wenn Overclocking nicht unterstützt ist, geht das. Wenn ihr P0 nämlich eingibt, müsst ihr Pit und Wit ändern. Die laufen aber indirekt proportional zur CPU. Das heißt, wenn ihr eine Taktung von 3,4 GHz habt, 3400 MHz, und habt dazu ein PIT oder WIT von 48, dann müsst ihr zum Beispiel die PIT und WIT droppen, das heißt, ihr geht runter und sagt nicht 48, sondern zum Beispiel 42, und dann könnt ihr 3,7 GHz machen. Denn das ist ein Limiter für wie viel Strom darf die CPU verbrauchen. Das heißt, es ist indirekt proportional. Wird der PIT WIT kleiner, kriegt die CPU mehr Saft und dann kann man höhere Clockings fahren. Muss man erstmal wissen. Und das muss man ausprobieren. Ein Regelsatz von mir ist, für 200 MHz mehr CPU-Power, 2 Punkte Pit-Wit abziehen. So habe ich es ausprobiert, vom Base-Clock. Dann habe ich mich runtergetastet. Ich fahre im Moment ein Pit-Wit von 28 bei 4,7 GHz. Und damit ist das Ding stabil. Obwohl er sagt, Overclocking ist nicht enabled und ist nicht möglich auf diesem Mainboard. Denn ich habe ihm einfach gesagt, das ist der Minimaltakt, den du machen kannst. P0 legt auf AMD immer den Minimaltakt fest. Und ich habe ihm bei ihm gesagt, 4,7 GHz ist der Minimaltakt für alle Kerne. Und dann habe ich ihm so viel Voltage gegeben und das hat er gefressen. Ist natürlich ein ganz schöner brachialer Punkt, um für 48 Kerne das Ganze so festzulegen. Aber es funktioniert perfekt und schnell. Das Ding dabei ist, ihr müsst es natürlich für eure Kiste selbst ausprobieren. Ich bin hier TG Maxx und so weiter, wird nie erreicht. Das Ding ist immer schön kühl. Ich bin glücklich mit der CPU und dem Mainboard. Da kann man nichts sagen und es funktioniert auch fehlerfrei. Benchmarks, alles super. Ich glücklich. So, was aber wichtig ist, ist, ihr müsst das selber austesten und ausprobieren und einmal durchtesten. Denn es gibt keine Richtwerte dafür, was für euer spezielles System funktionieren mag und für eure RAM-Konfiguration. Das muss man alles eben selber herausfinden. Jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich natürlich sau viel RAM-Riegel. Ich habe genau 256 GB RAM. Das macht nicht jeder draußen, aber manche Leute benutzen zum Beispiel Blender und andere 3D-Anwendungen, wo das durchaus sinnvoll sein kann oder würden gerne einen Android-Server haben. Und auch dafür macht das Ganze sehr viel Sinn. Warum gehe ich das Ganze durch? Denn die WRX80-Plattform kann viel mehr, als man denkt. Und ich möchte meine Quirks und Findings herausfinden, denn ich habe hier eine Formel. Denn beim RAM-Overclocking, da ist es nicht nur wichtig,
wie kann man die ersten Werte anpassen und die Timings korrelativ? Nein, das Wichtigste bei AMD, wichtiger als die TCL-Werte, wichtiger als TRP, TRAS, wichtiger als die ganzen 16er, 17er TL-Timings, ist das. Das ist viel wichtiger. Egal welchen RAM-Riegel ihr habt, habt ihr Dual-Stack, Single-Stack, habt ihr irgendwas anderes. Das ist die Formel, die ich herausgefunden habe und die meine perfekte Formel ist für RAM-Overclocking. Ich sollte vielleicht mal ausformulieren, was ist der TRFC-Wert? Ist eigentlich der Nanosekundenwert, wie lange der RAM braucht, um Sachen zu bearbeiten. Im Idealfall liegt das Ganze unter 300 Nanosekunden. Im Normalfall kann es bis zu 990 dauern. Mein Corsair RAM macht 990 Stock. Egal wie viele Riegel du reinbrauchst, er haut sich auf 990. Und das ist das Wichtigste. Das wird vielen gar nicht so bewusst sein, denn der RAM, die Snappiness des Systems, wie schnell antworte was, wie schnell gehen Sachen auf, wie schnell wird bearbeitet, gibt es Mikroruckler in Spielen, in Anwendungen, das wird hiervon bestimmt, vom TRFC-Wert, vom TRC-Wert. Wie machen wir das Ganze jetzt? Naja, ihr habt einen Stack an Werten, das habe ich im Livestream schon mal erklärt, und diese Werte bestimmen, wie schnell funktioniert und was ihr habt. Drei Werte. Ihr habt den TRFC-Wert, ihr habt den TRFC2 und den TRFC4. Das Ganze ergibt einen Gesamt-TRFC in Nanosekunden. Wie schnell euer RAM antwortet und responsiert. Jetzt müssen wir natürlich berechnen, was der beste Wert für euer System wäre. Ihr habt meistens einen TRC-Wert. Der mag liegen zwischen 68 und 56. Ihr könnt beim Overclocking ausprobieren, kleinere Werte zu benutzen. Mein Optimalwert für DDR4 war ein Wert von 56. Der hat bis jetzt immer funktioniert. Und hier ist jetzt auch der Trick. Denn der Trick ist, das ist dieser Wert, der TRC-Wert, diese 56. Ich kann jetzt das Ganze einfach mal euch als Formel hier so zeigen. Das hier ist der TRC-Wert. Der ist im Moment, oder Stock wäre der 990. Und ich habe einen TRC-Wert von 56. Und so sind die Werte jetzt bei mir. Das kann bei euch natürlich anders sein, aber die Formel sollte bei euch auch anwendbar sein. Und wir rechnen das Ganze doch gleich mal durch. Denn die Formel ist nicht schwer zu benutzen, für alle auch, die mathematisch nicht auf der Höhe sind. Wir nehmen den Wert, den können wir nämlich auslesen, mit Send Timings. Das habe ich hier mehrmals gemacht und kam da so auf diese Werte. Guckt mal her. Das sind meine Werte, auf die ich gekommen bin. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal nach. Ihr nehmt Zen-Timings, was gut funktioniert, und rechnet mal herum ein kleines bisschen. So, wir nehmen den 990er-Wert, den wir bei Zen-Timings ausgelesen haben, oder den Wert, den ihr eben ausgelesen habt. Dann sagen wir minus. Wir wissen, 2 mal 56 ist 112, also minus 112 geteilt durch 2 ist 439. So, und auf 439 müssen wir jetzt einfach wieder 112 addieren. Bam! Damit haben wir einen Wert von 551. Aber 551 ist kein runder Wert und AMD akzeptiert nur runde Werte, also runden wir auf 552. Das heißt, das ist unser Wert. TFC neu ist gleich 552. Und warum ist das so toll? Weil ihr das eintragen könnt. Und das könnt ihr jetzt hier eintragen, anstatt 990. Und das Interessante ist, das könnt ihr mit TRFC2 und TRFC4 auch machen. Als Baseline gebt ihr eben den Grundwert dieser jeweiligen TRFC-Werte ein und tragt sie oben ein. Und auf einmal bekommt ihr viel schnelleren RAM und diese Werte werden immer stabil sein. Immer. Die werden immer stabil sein und die können nicht zu Abstürzen führen, denn das ist der geringste Wert mit dem rundesten Teiler. Ihr müsst ihn immer basierend auf dem TRC-Wert machen und damit würde das Ding booten und schneller antworten. Natürlich kommt es darauf an, ob ihr am Anfang RAM-Learning anhabt im BIOS oder nicht. Ihr könnt es aber auch ohne probieren, sollte trotzdem funktionieren. Warum wird es jetzt also falsch ausgelesen oder eingegeben oder warum ist es überhaupt so? Der größte gemeinsame Nenner aller RAM-Riegel wird für den TRFC-Wert genommen und dadurch steigt das Ganze nach oben, Nanosekunden Antwortzeit technisch. Leider, dagegen kann man wenig machen, das ist eben durch werkseitige Einstellungen so als Safety reguliert und für die meisten Leute, da macht es keinen Unterschied in der Produktion, die sagen, ach ist ja egal. Wird keinem auffallen für Gaming und die FPS, das hat er überhaupt keinen. Doch, es hat einen extrem gravierenden Impact. Immer wenn Sachen in den RAM und aus den RAM geladen werden müssen. Stellt euch vor, wie die Millisekunden Reaktionszeit eines DNS-Anbieters beim Internet. Habt ihr eine zu hohe Millisekundenanzahl im
Abruf, das heißt jeder Tick, jeder Abruf, jeder Ping auf jede Webseite hat dann eine Verzögerung und es deckt sich und es fühlt sich einfach langsam an. Und genau das gleiche passiert mit unserem Computersystem, nicht im Millisekunden, sondern im Nanosekundenbereich, aber mit einem großen Impact. Woran habe ich das persönlich gemerkt? In OBS. Denn lasse ich das Ganze bei 990 Nanosekunden, habe ich das riesige Problem, dass ich auf einmal in meinem OBS nur noch 40 oder 50 FPS schaffe bei einer 60 FPS Timeline. Und wenn ich umschwenke, droppe ich auf 17 FPS runter. Das heißt, die Lags sind so hoch, dass mein OBS nicht mehr hinterherkommt, die Sachen aus dem RAM zu laden und zu aktualisieren und die Zuschauer nur noch einen stotternden Stream bekommen. Wenn ich jetzt aber den neuen Wert eintrage, läuft alles butterweich und ich droppe kein einziges Frame. Das ist nicht nur ein FPS-relevantes Problem, sondern ein OBS-relevantes Problem. Das sollte ja eigentlich auch zusätzlich ein OBS-Tutorial sein, weil hunderte Leute im Internet haben die Probleme, dass OBS Frames droppt. Daran kann es sehr, sehr wohl liegen. Problem ist, bei Laptops und so weiter, ohne Unlock-BIOS oder gemoddetes BIOS lässt sich das schlecht umsetzen und bei billigen Consumer-Boards auch nicht. Und da ist man dann schon in der Dead Zone. Ihr braucht schon ein Mainboard, bei dem ihr RAM-OC enabled habt oder wenigstens die RAM-Timings ändern könnt. Vorsicht bei der ganzen Sache nochmal, denn diese Formel hier, die habe ich mir selber aus dem Hut gezogen, die findest du ja sonst nirgends. Das ist für mich die rundeste, beste Formel, die ich dann ermitteln konnte aus allem, was ich im Internet gelesen habe und so weiter. Und ich habe es ein bisschen angepasst. Wichtig dabei, das ist nicht immer angegeben in Klartext, sondern manchmal in Hex. Ja, die haben das Dezimalsystem geändert. Ich zum Beispiel muss dann A1 und ich muss im Hexadezimalsystem die Sache eingeben. Am besten habt ihr auf dem Handy einen Hexrechner und gebt das Ganze dann als Hex ein, wenn es denn in den Feldern gefordert ist. Asus macht das witzig. Die sagen, manchmal ist es binary, also manchmal kannst du einfach die Zahl 12, 13, 14, 15 eingeben. Manchmal musst du das aber auch in Hex eingeben. Und das erkennt man nur daran, dass man den Wert, der drin ist, liest und wenn Buchstaben drin sind, dann wird es wahrscheinlich Hex sein. Und wenn er eine größere Zahl eingibt und er sagt, hey, das nehme ich als Input nicht an, dann könnte es auch Hex sein. Aber das ist random. Das haben die einfach so durchgewürfelt. Keiner weiß, warum sie das Mischmasch betreiben. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Wichtig ist, dass diese Features zwar eingebaut sind, aber keiner sie beschreibt. Keiner weiß, worum es geht. Keiner weiß, warum diese Features nirgends erklärt werden. Warum sich dafür eigentlich im Consumer-Bereich keiner interessiert. Denn die haben großen Einfluss. Und es wird einfach hinter unter Menüs versteckt. Und ein großer Mantel des Schweigens drüber geworfen, in jedem Forum, in jedem Ding. Ich könnte jetzt ewig ranten, aber sowas muss man dann halt wieder selber herausfinden. Genauso wie man selber herausfinden muss, was Pit und Bit sind, wenn man denn die CPU übertaktet. Gleich im gleichen Zug, dass der RAM auch und die CPU schön beide skalieren. Es ist natürlich nicht möglich, bei meiner CPU was zu overclocken und den RAM. Und nicht richtig und vor allem die WX80 alles nicht anders stützt. Und das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck von Workstation. Blödsinn, absoluter Blödsinn. Schaut euch mal das an, das sind 256 GB RAM. Overclocked, Timing optimiert. Und das ist mein AIDA-Benchmark. Ich fahre hier Level 1 Cache mit 2,7 Terabyte die Sekunde. Memory wird immer noch gelesen mit 166 GB die Sekunde. Und der L1 Cache wird geschrieben mit 3,4 Terabyte. Die Sekunde, Kobe bei 6,8 Terabyte, L2 immer noch bei 3, also schau dich das an, das sind Terabyte die Sekunde. Bam! Und das nur durch dieses Tweaks und Timing optimieren. Ich bin in einem Cinebench Score von 45.000 Punkten gelandet. Ohne RAM-Optimierung lande ich bei 41.000 Punkten. Das heißt, ich habe 4.000 Punkte Cinebench hinzubekommen, nur weil ich meinen RAM übertaktet habe. Ich hoffe, das reicht euch, um zu verstehen, warum das so wichtig ist. Aber ich hoffe, ich habe euch jetzt ein Werkzeug an die Hand gegeben, um jedem AMD noch schneller zu machen, indem ihr einfach nur die TFC-Werte. Ihr müsst nicht mal übertakten. Ihr müsst nicht übertakten. Ihr ändert einfach die TFC-Werte, weil die von Haus aus falsch angegeben werden. Wir geben optimierte Zugriffszeitwerte an. Und diese optimierten Zugriffszeitwerte, über alle Regeln übergreifend, machen das Ding einfach schneller. Vielleicht bekommt ihr nicht mehr FPS dadurch. Aber ihr habt weniger Ruckler, weniger Starter und es kann sein, dass eben manche Sachen keine FPS runterdroppen. Wir heben hier die Minimal-FPS und die Zugriffszeiten an, um einfach ein besseres Gefühl hinzubekommen. Denn es muss nicht die höchste FPS sein, es reicht, wenn es smooth ist. Und das ist der Smoothing-Faktor. Ich hoffe, meine Formel kann euch helfen. Probiert es mal aus, kostet nichts, macht nichts kaputt und man kann quasi keine Fehler machen. Dann ist der TFC-Wert falsch, bootet das Ding einfach nicht mehr. Rebootet und geht in Stock-TFC-Werte, dann kann man es neu versuchen. Viel Spaß in diesem Testszenario. Lasst mal wissen, ob das Ganze was für euch ist und ob es euch was gebracht hat. Raus aus diesem Video. Bitte, 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 bitte. Rein ins nächste.